Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier im Use What You Get Challenge Run von Dark Souls 1. Ja, wir stehen am Schlund des Abgrunds auf dem Weg zu Manus, weil das, wie ich finde oder glaube oder befürchte, dass das unsere allerletzte Chance ist, an den Bund des Artorias zu gelangen, der Ring, mit dem wir in den Abgrund schreiten dürfen, um die Four Kings zu bezwingen. Ich habe nur eine mäßig intelligente, gescheite Waffe. Ich meine, sie sieht cool aus, aber ich habe nur Stufe 2 davon und das ist eine total schwache Reichweite. Ich habe jetzt allerdings, mir ist noch so ein, zwei Orte sind mir noch eingefallen in Udesil, nicht im Schlund des Abgrunds, wo eventuell noch ein Item liegen könnte. Und das will ich jetzt nochmal kurz checken. Ich habe nämlich eventuell hier direkt an der Brücke noch das Item vergessen. Und auf dem Dach, habt ihr mir geschrieben, habe ich eventuell, ich glaube, dass ich es eingesammelt habe, das war eine Menschlichkeit und eine Doppelmenschlichkeit. Aber wir gucken nochmal. Du wirst mich jetzt verfolgen, oder? Ja, klar. Okay, warte mal einen Moment. Können wir hier einen Save and Quit machen? Alles erlaubt. Aber ich will zumindest halbwegs in Ruhe suchen dürfen. Um die zwei, oder? Ja, ich denke. Und? Ja, sehr gut. So, jetzt mal sehen, ob ich euch von hinten attackieren kann, ohne dass ihr aufmerksam werdet. Theo, was machst du hier? Warum stehst du jetzt plötzlich auf? Oh, ja, wenn du hier nicht liegen bleiben möchtest, dann musst du leider hinunter auf in ein Bettchen. Oh, Soundkarte runtergefallen. Jawohl, heute geht's schon gut los. So, weiter geht's. Oh. Ja, von der Seite ist die Brücke easy, ne? So, jetzt sind da jeweils... Oh, oh Gott, warte mal. Ach, die haben ja Brocken. Hier ist kein Item. Das lag, glaube ich, hier, oder? Ja, wir gucken überall. Ja, sie kommen beide, verdammt. Okay. Muss man echt die Luft anhalten bei so einer kurzen Reichweite. Die haben nämlich mit ihren Armen... Ah, schaut mal. Okay, jedes noch so letzte Item ist jetzt super wichtig, weil wir sind wirklich an einem Scheidepunkt. Es kann nämlich sein, dass der Run hier in dieser Episode sterben wird, weil, wie gesagt, im Schlund des Abgrunds habe ich alles eingesammelt. Das heißt, Manus ist die letzte Chance, an den Bund des Artorias zu gelangen. Und wenn ich an ihm nicht vorbeikomme, dann... Das ist mit so einem +2-Dolch. Oh. Also ich weiß ja nicht. Jetzt da oben auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob ich das geholt habe. Diese Doppelmenschlichkeit, die da liegt. Oh, wow. Sammeln wir ruhig noch ein paar Brocken ein. Okay. Schön Geduld sein. Und vor allen Dingen, ist denn nicht auch die... Es gibt ja hier in diesem Gebäude, gibt es ja auch nochmal so eine Illusory Wall, die sich durch Licht öffnen lässt. Wir haben ja keine Schädellaterne, wir haben keine Sonnenlichtmade und wir haben auch keinen Lichtzauber, den wir benutzen dürfen können sollen. Aber dahinter ist ein roter Brocken. Jetzt ist meine Frage, da gab es doch einen zweiten Zugang über einen Sprung in diesen Raum. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Das muss ich mir dann auch nochmal angucken. Boah, du hast mich schon gesehen. Oh.
Der Zauberer soll jetzt ruhig wieder runterfallen. So wie das letzte Mal. Ey. Hat der mich vorausgesehen oder was? Dass ich in diesen Raum komme und schon den Ball losgeschossen hat? Iframes. Kurz. Hältst du runter oder nicht? Komm her. Komm. Ja, so. Nicht zurückspringen. Zurückweichen die Gegner, Leute. Mein Nervenkostüm heute. Okay, gut, jetzt aber. Also, ihr macht mit eurem Lachen wirklich, wirklich fertig. Hier war das. Hier muss man durch. Hier ist die Illusory Wall. Aber kann man nicht durch Sprünge hier rüberkommen? Da ist die Truhe nämlich. Ich glaube nämlich schon, dass der Sprung hier machbar ist. Mal eine Trockenübung. Okay. Leute, ein Item mehr, das wir einsammeln können. Nicht runterfallen. Gut. Noch weniger Panzerung gegenüber Manus. Auch okay. Alles klar. Was ist... Achso, du bist der, den ich da gerade... Doch, du bist der hier. Okay, alles klar. Ey, zweimal hat der Sprung geklappt. Der ist aber wirklich extrem knapp, ey. Meine Herren. Gut, und jetzt noch auf dem Dach. Und dann ist aber wirklich alles abgegrast. Oh. Die Mimik. Habe ich die schon erwischt? Ja, die Mimik habe ich schon gemacht, ne? Ziemlich sicher sogar. Oh nein. Ja. Der Klassiker, der mir immer passiert. Ich wollte eigentlich zu dem Zauberer runter, der da von oben schießt, aber da liegt ja nichts. Da ist ja nur das Seil mit der Leiche, die man runterschlägt. Und das haben wir schon geholt. Also insofern holen wir uns hier noch den 5-trillionsten Brocken. Hier ist das mit dem Zauberer. Aber da waren wir. Okay, jetzt hier. Das habe ich doch geholt, oder? Das habe ich sicher geholt. Leute, Dankeschön für den Hinweis. Das ist jetzt wohl zu guter Letzt der Schlüssel für die untere Stadt der Untiefen, oder? Unteren Teil der Stadt der Untiefen, meine ich. Undeadburg. Ja. Last but not least, finally, wir haben ihn gefunden, auch wenn wir ihn jetzt echt nicht mehr brauchen. Aber hier lag er die ganze Zeit rum. Wow. Wahnsinn. Okay, dann Homeward Bone. Ich bin faul. Äh.
Jetzt mal noch kurz schauen, aufsteigen. Ich brauche 20.000. Wie viel habe ich? Das Eisenkohle im Kernstück bringt doch so viel. 12.000. Dann brauche ich noch 8. Oh je, oh je, oh je. Stolzer Krieger. Das sind 5 oder 8. Ich glaube, ich muss dann gleich nochmal ein bisschen Seelen farmen, wenn das nicht reicht. Oh ja. Alles aufbrauchen für die finale Konfrontation. Oh je, oh je. Aber ich habe gerade eine Menschlichkeit. Wenn ich es schaffe, und das ist das Blöde an dem Kampf, wenn ich es schaffe, sofort das Rufzeichen von Sif zu finden, um Manus ein bisschen abzulenken. Hey, eventuell kann das dann was werden. Wir haben jetzt Sif befreit. Er würde uns also unterstützen. Okay, dann müssen wir jetzt wohl noch ein paar Scherzkekse jagen. Für den einen Level-Up. Stimmt. So, an die schleiche ich mich ran, an die anderen kann man sehr relativ gut rangehen oder rennen. Aber die will ich nicht aufmerksam haben. Oh, er kommt von hinten. Sehe ich das richtig? Oh, schön. Der hat einen weiten Blick. Der schaut über die komplette Länge dieses Raumes. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viele Seelen die bringen, aber dann ist das jetzt mein Experiment hier. 900. Jawohl. Dann kriegen wir das mit den Burschen hier voll. Ja. 600. Vielleicht kriegen wir es mit den Burschen nicht voll. Ich brauche nur, wie viel? 38, ne? Na, steht hier nicht. Ach, Dark Souls 1. Du bist wütend. Aber das war's doch jetzt, oder? Ich glaube, das war's. Lustig ist, dass der Ulesil-Bewohner, der hier den Aufzug hochfährt und als Mini-Jumpscare dient, wenn man hier zum ersten Mal entlangläuft, ein Gegner ist, der einmalig ist, der, wenn er tot ist, tot bleibt. Dass der nie mit runterfällt. Echt schade. Okay. Ah, aussteigen. Alter, jetzt muss ich mal gucken, auf was diese Waffe skaliert, damit ich da noch ein Fünkchen mehr Schaden raushole. Geschicklichkeit. Also. S-Scaling auf Geschicklichkeit. Da geht mein Schaden dann nochmal um 3 Punkte hoch. 170. Alles klar. Dann, seid ihr bereit? Ich bin's. Gehen wir zu Manus. Halt, menschlich muss ich mich machen. Wenn ich gerade die 1 hab da oben. Kehren wir die Ausfüllung um, machen uns menschlich und hoffen, dass ich sofort... Ich glaube, das war relativ am Anfang der Arena. Das Problem ist nur, dass das schnell gehen muss, weil wenn Manus erstmal angelatscht kommt...
hat man ein Problem. Weil das ist so einer der reichweitenstärkeren Bosse. Zu einem Riesenstab und vor allen Dingen seiner Hand. Nicht so schnell bei einem. Ja, ich mag den Kampf sehr. Ich habe nur normalerweise ebenfalls etwas mehr Reichweite. Sagen wir nicht nur etwas, sondern generell, weil Dolche und solche Messer sind nicht meins. Das ist mir zu wenig. Hey. Ach komm. Jetzt triffst du mich eh nicht mehr. Das war eiskalt kalkuliert und gehofft, dass es so ist. Okay. Manus mit plus 2er Dolch. Ich meine, es hat ein Weilchen gedauert bei Artorias, es hat ein Weilchen gedauert bei Kalamet. Ich bin nicht ganz hoffnungslos, aber er ist extrem tanky. Und die zweite Phase mit den Dunkelzaubern, die wird mir wahrscheinlich das Genick brechen. Das ist auch ein, sorry, arschgeiler Auftritt von ihm. Ich finde den, da ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht beim ersten Mal, als ich das gesehen habe. So, okay, who is this? Da. Ich muss nur die Timings, meine Timings sind total beschissen. Aber wenn man reinkommt, links. Tatsächlich, er ist ja tatsächlich so einer der Bosse, wo ja das Ausweichtiming unfassbar wichtig ist, weil er so wahnsinnig schnell ist. Der Witz ist, jetzt wo ich mittlerweile einfach auch den Elden Ring DLC und seine Bosse kenne, sind die Bosse hier in Dark Souls echte Schnarchnasen geworden. Ich muss mir wieder angewöhnen, wenn ich diese Spiele spiele, du hast ein paar mehr Millisekunden als sonst. Als wie in Elden Ring. Das habe ich auch bei dem Lore-Run in Dark Souls 3 gemerkt, wo ich gegen Gale gekämpft habe. Der auch so ein Timing-Boss ist. Das ist ja ein regelrechter Tanz mit ihm. Und der ja wirklich unfassbar schnell ist. Normalerweise nicht, wenn man Shadow of the Erdtree gewohnt ist. Da muss man so ein, zwei Gänge zurückschrauben. Und das, so paradox es klingt, und das macht die Kämpfe gerade für mich ein bisschen schwerer, als sie sind. Es war jetzt auch hier kein Versuch, um Gottes Willen, da will ich jetzt gar nicht drum rumreden, sondern es war eigentlich der Versuch, an das Rufzeichen zu gelangen. So, jetzt aber. Das ist, wie gesagt, nicht viel Zeit, das habt ihr gesehen. Ei. Ich sag dir die Timings. Das ist der leichteste Angriff. Und ich verpasse ihn. Schade. Ach ja, die Reichweite ist... Oh. Er ist auch genauso gepolt, dass man die Heilabstände nicht schafft. Er
Schaden ist so verkehrt nicht. Ey, zweimal hintereinander. Die Wut-Kombo. Sif, bitte. Danke. Ja, alles kein Problem in der ersten Phase. Das Problem wird die zweite. Wie gesagt, wenn er anfängt, die Dunkelzauber zu wirken. Und er hat drei Stück und man muss ganz schnell reagieren und sie sofort erkennen, was er jetzt zaubert, um darauf zu reagieren. Entweder weg von ihm, seitlich von ihm oder an ihn ran. Das an ihn ran ist das Problem. Wieso bist du jetzt auf mich plötzlich gewesen? Au, au, au. Heilen schnell. Und wieder verzögert. Das kostet zu viel Mana gerade, Leben. Boah. Dachte ich, wäre weit genug weg. Ihr seht, das ist auch ein Boss, wo ich am liebsten unmarkiert kämpfe. Das war die falsche Reaktion. Aber ich habe es überlebt, komischerweise. Au, warum? Agro Change. Lass mich doch heilen. Das ist immer eine Millisekunde zu früh. Und der dritte, ja, das ist immer... Ich krieg's. Ja. Oh ja. An ihn ran. Wo ist Sif? Der ist noch da. Ein bisschen zu passiv, der Bursche. Es ist nicht ganz abwegig. Tatsächlich. Es ist wirklich nicht ganz abwegig. Ich würde es jetzt gerne nochmal mit dem kleinen Wölfchen versuchen. Ich habe so viele Menschlichkeiten, also das, und die kann ich jetzt hier schon mal ein kleines bisschen verballern. Im Zweifel werde ich vielleicht noch ein paar Versuche mit Beatrix bei den Four Kings starten müssen, wenn ich es schaffe, dahin zu kommen. Um mal zu gucken, ob ich, wenn ich keine gute Waffe habe, worauf es rauslaufen wird bei den Four Kings, dass Beatrix vielleicht... Ich kämpfe unfassbar ungern mit KI-Verstärkung gegen die Four Kings, weil hier ist Zeit das Maß aller Dinge und wichtig für den Kampf, dass man schnell von einem König zum nächsten kommt und wenn man halt Beatrix dabei hat, dann sind die noch tankier als ohnehin schon und dann tauchen sie gleichzeitig auf und dann wird der Kampf chaotisch und ist dann schnell verloren. Aber da ich halt einfach kaum Schaden mache, wird es wahrscheinlich so sein, dass sie mithilft. Aber das sind alles noch Zukunftsgedanken, die potenziell vielleicht Gedanken über ungelegte Eier sind, wenn ich an ihm hier nicht vorbeikomme und wenn es wirklich so ist, dass er vielleicht gar nicht den Bund des Artorias fallen lässt. Ne? Darüber haben wir auch noch nicht nachgedacht. Ich meine, das Cheatlog sagt, dieses Item ist hier in diesem Gebiet. Und im Grunde ist das jetzt die letzte Chance, aber wer weiß. Ich baue gerade so
gesunden Pessimismus auf. Kann das sein? Der ändert einfach mal die Agro. Ganz plötzlich. Das ist so ein Lump. Ich meine, Sif schlägt selten zu, aber wenn er es tut, dann ist es schon cool. Ich will noch nicht heilen. Gute Attacke. Und Anima. Ah. Ja, das muss jetzt sein, der Safety Heal. Und weg von der Arena-Wand. Und der dritte? Nein. Jetzt heilen. Oh, du hast mich nicht getroffen. Der Sprung. Da landet er und erst dann gibt's die Hitbox. Das ist so gemein. Er erwischt mich so regelmäßig mit diesem blöden Sprung. Und jetzt hat er in der Combo hat er die Aggro gewechselt. Den letzten Schlag, der galt nicht mir. Warum exakt so lange wie ich brauche? Und schon wieder der... Jetzt lässt er mich nicht heilen, ey. Springt dreimal auf mich drauf, hintereinander. Viermal. Ist okay. Also manchmal, da... Wenn man aggressiv ist und ein bisschen häufiger treffen will, dann kommt die Combo. Deswegen mache ich das eigentlich immer sehr, sehr geduldsam, aber ich will auch Sifs Zeit nicht vergeuden. Das ist echt so ein Balanceakt. Wie aggressiv bin ich? Provoziere die 5er-Combo, aus der ich vielleicht nicht rauskomme, aber kann gleichzeitig eben Sif dann... Au! Seht ihr das mit der Reichweite? Ist das was? Oh, Rennen. Nein. Das bin nicht bewusst gerollt. Der hat irgendwie den Input leider irgendwie anders. Ich wollte nicht rollen. Ich wollte auf ihn zurennen und das hat er irgendwie verschluckt. Schade. Schade, schade. So. Ja, wenn nur der Weg nicht wäre. Tatsächlich. Also einmal mehr erwähne ich, dass die Marika-Statuen eine der besten Erfindungen waren, die From Software je hatte. In Elden Ring, um den Frust zu verringern, den Spielfluss zu verbessern.
Weil was ist denn herausfordernd an dem Weg, den ich hier mache? Der ist einfach, um's mal trocken und lapidar zu sagen, Zeitverschwendung. Und sind wir mal ehrlich, Manus ist halt auch einfach ein Boss, den machst du nicht first try. Also wenn, dann Glückwunsch, Respekt, aber du läufst diesen Weg ein paar Mal. Und er ist halt einfach keine Herausforderung, kein hoher Schwierigkeitsgrad, er ist nur maximal nervig. Braucht jedes Mal 1,5 Minuten, gefühlt, geschätzt, um da runterzukommen. Und dann im Zweifel sofort von Manus in den Boden gestampft zu werden. Der nächste Versuch, sollte es einen geben, werde ich dann mal alleine machen, um zu gucken, wie tanky er ist und ob das einen Unterschied macht. Geht schon gut los. Viel zu nah. Also zu manövrieren ist es wichtig, oder für mich wichtig, ihn zu markieren, aber wenn ich angreife, dann auf jeden Fall unmarkiert, weil er markiert den Kopf und ich muss an seine Hand ran. Aber so kann man dann besser Timings mitbekommen, wenn er attackiert. Jetzt mach was, womit ich arbeiten kann. Danke. Was war das? Hat Sif ihn unterbrochen? Oh. Oh. Ey, das war ein einfacher Schlag. Den hätte ich echt leicht hinbekommen. Nochmal. So, zwei tolle Angriffe. Nein, ich hab. Oh Gott. Ich hab die Menschlichkeit noch drin gehabt. Och, come on. Das hab ich jetzt komplett rausbekommen. Schade. Drei Angriffe hintereinander, die super simpel waren. Na gut. Und eine verballerte Menschlichkeit. Das ist ein Schlag, aber immerhin. Mit einer längeren Waffe kriegt man noch zwei hin. Oder keinen. Zu nah, zu nah, zu nah, zu nah. Ja klar, jetzt kommst du. Ja, genau. Sif hat schon viel zu sehr. Was war denn das? So ein Tickel von seinem Fingernagel. Das hat mir nicht mal richtig Schaden gemacht. Jetzt geht dann gleich die Magie wieder los. Oh, jetzt hat er mich in der Ecke. Oh. Aber es ist kein One-Shot, immerhin. Genau die Millisekunde, die ich noch brauchte. Du warst gerade auf Sif fixiert, du. Seht ihr das? Markiere ich ihn nicht beim Angreifen. Ich stand jetzt genau vor ihm und habe trotzdem nur einmal getroffen. Heilen. Ja, das war okay. Gerade im Heilprozess. Weil jetzt fängt er dann gleich an, wieder zu wirken. So knapp über der Hälfte tut er das.
Ja, Kamera. Oh oh. Safety hier. Ist okay. So, jetzt geht er los mit Zaubern. Garantiert. Also ab jetzt muss ich halt damit rechnen, meine ich. Deswegen immer halbe Distanz. Ja. Es reicht nicht. Das ist echt eine Millisekunde, die er schneller ist. Das ist so gemein an diesem Design. Oh, jetzt hat's gereicht. Ziff, bitte. Richtig interpretiert. Weil das ist der, ja, die sind alle fast One-Shots. Komm schon. Ja, genau. Mittendrin wieder Akku getauscht. Dritter Schlag galt mir, nicht Ziff. Das war gemein. Geduldsspiel, wie ich sagte. Und jetzt gibt er mir gerade wenig Chancen anzugreifen. Wenig bis gar keine. Sif macht auch nichts. Ach, die leichtesten Angriffe verballere ich. Das muss jetzt wieder, ja. Auf die Patschhändchen. Oh. Oh. Ich schenke sie ihm aber auch gerade, ne? Heilen. Kann ich angreifen. Schön. Also, so eine Riesenhilfe ist der echt. Ne? Okay, 8 Flaschen. Ja, spring ruhig zurück, das ist sehr gut. Wenigstens kriege ich in dieser Runde bei diesem Versuch seine Zauber allesamt richtig gelesen. Aber ich muss hier tatsächlich demarkiert arbeiten, weil dann kann man, hat man mehr Reichweite, um auszuweichen. Gerade bei dem Schuss hier, diesem Schrotflintenschuss. Oh, das ist zu weit. Ja, ich darf nicht so weit weg sein von ihm. Oh je. Oh. Oh, komisch,
irgendwelche Iframes gerade? Schade, der ist so winzig, ey. Nicht probieren. Das waren jetzt gerade 40 Schaden mit zweihändig. 37. Wow. Dauert ganz schön, ne? Ich hab's prophezeit, dass es ein würdiger Kampf ist. Au. Oh, verzögert, danke. Oh, spring zurück, danke. Nett. Todesurteil, wenn man so weit weg ist und er dann den Zauber wirkt, das ist natürlich dann Pech. Man kann's iframe, aber das ist sauschwer, weil du musst ja die Dinger im Blick haben und die kommen ja dann quasi aus allen Richtungen und welcher ist es, auf den du dich fixieren musst, und es ist wirklich schnell. Also ich hab's selten geschafft, da durchzurollen. Aber es wäre ein leichtes, würde ich mehr Schaden machen, hätte ich quasi noch ein, zwei Levels mehr auf dieser blöden Waffe. Au. Ja, lach du bloß, du Depp. Weg. Gut, danke. Schieß mir nicht in den Rücken. Dankeschön. Okay, jetzt mal ohne Sif. Also ich habe jetzt 41 Schaden gemacht. Mit Sifs Hilfe. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht ohne. Weil so wirklich viel beigetragen hat er nicht. Er ist mir zu. Deswegen mag ich Sif in diesem Kampf nicht. A, weil er kaum angreift. Und B, dass er dann quasi alternativ als Ablenkung dient, funktioniert auch nur so mittel, weil Manus halt einfach völlig willkürlich seine Agro wechselt. Und das sogar mitten in einer Combo. Also ist das auch nicht nützlich oder hilfreich. Auch 41, also Sif doch mitnehmen. Das war okay.
Das hat ja ein Bob das gespürt. Seine Richtung, weil dann, ihr seht, da hat er eine ganz lange Pause in seiner Hand. Oh. Ich bin im Elden Ring-Modus. So, jetzt aber komm. Ist okay, komm, was machst du? Oh. Nicht treten. Ich dachte mir, vielleicht schlägt er über mich drüber in dieser komischen Vierer-Kombo, die ich überhaupt nicht mag. Ja doch, einmal reicht's. Reichweite. Siehst du, ich habe so Treffer, die ich normalerweise versenke, aber wenn ich halt einfach nur 5 cm vor mir herschlagen kann. Oh. Oh. Schade. Dieser Sprung. Nee, dadurch, also wahrscheinlich ist es so, dass, weil man Sif in der Arena ruft, ich rede gerade zu viel, ich kann den Teil nicht, nimmt seine Tankiness nicht zu. Und deswegen. Manche Hitboxen sind schon ein bisschen Blödsinn, weil da stand ich jetzt so auf 5 Uhr hinter ihm und er hat nach vorne gedrescht und hat mich trotzdem getroffen. Das war jetzt einfach mal ein Versuch. Das ist. Nee, an ihm dran ist kompletter Bullshit. Okay, das war jetzt nochmal einfach verzweifeltes Experiment. Mit seinen Fingernägeln nur erwischt. Und?
Bester Angriff. Die Sprünge. Immer mit den Fingerspitzen, ne? Okay, alles klar, gut. Also, folgender Plan. Ich mache mich jetzt menschlich, rufe Sif und starte den letzten Versuch. Ihr merkt, dass es der mangelnde Schaden ist, der mich hindert, an ihm vorbeizukommen. Es ist ein... Ich wusste, dass es ein Geduldsspiel wird, aber so sehr ist schon heftig. Da müsste ich ja echt eine Viertelstunde ordentlich fehlerfrei spielen, weil selbst 20 Estus, gerade in der zweiten Phase, wenn man dann auch vielleicht noch ein bisschen RNG-Pech dazu bekommt, wenn er dann einfach nur noch Zauber aneinander reiht, wo man ja einfach nur reagieren kann und nicht agieren, und da ist auch bis auf das, wo man zu ihm rennen muss, kaum eine Chance, dann Schaden zu verteilen. Man muss ein bisschen Glück haben mit dem, was Sif tut, dass er nicht ganz so passiv ist, weil wenn er mal draufschlägt, dann ist es schon ganz okay. Und deswegen ist das jetzt hier der letzte Versuch, irgendwie zu hoffen, dass wir an ihm vorbeikommen für den Bund des Artorias. Es wär so logisch von der Lore, wenn er das Ding fallen lassen würde. So komplett logisch. Würde gut ins Bild passen. Okay, Leute, Däumchen drücken, dass es was wird. Ich brauche alle eure Energie. Okay. Der Start war schon mal gut. Mach die Textmeldung weg, ich sehe nichts. Leben. Komm schon. Ja. Ja, und dann treffe ich nicht. Ich tu mal so, als ob Sif nicht da wäre. Oh. Weil das halt ständig die Aggro wechselt, ist... Ja, wobei, das war jetzt gerade nicht schlecht. So weit weg von der Hand. Ja. Okay. Naja, gut. Habe jetzt gar nicht verstanden, warum es mich getroffen hat, aber... Sif, armer. Armer Sif. Da war diese blöde Säule. Zeit. Himmel, schon wieder eine Säule im Weg. Ich hasse diese Dinger. Sind sie jetzt mal bei Aldeck alle kaputt? Ja, Walking Simulator. Das war mir zu riskant. Ich dachte, der kommt noch mit einem weiteren Combo.
denken, was er macht. Plötzlich dreht er sich um. Er zielt auf mich und dann dreht er sich plötzlich um. Und? Ja. Ah. Oh. Ich mache einen Safety Heal, oder? Safety Heal. Ja. Auf der Bobbus. Jetzt geht dann bald die Zauberei los. Alle Säulen? Hier irgendwo? Nein. Ey. Die leichtesten Angriffe verpasse ich gerade. Echt ärgerlich. Die darf ich nicht verpassen. Der und meine Heilprozesse. Wir verstehen uns nicht. Jetzt geht's zaubern los. Ziemlich sicher. Fast die Hälfte runter. Ich mache eine Zugabe. Da habe ich zu viel Mist gebaut. Ich habe es ja auf meinem Weg zu Manus gerade habe ich ja begründet, warum das mein letzter Versuch sein wird. Und ich habe das ja dann hauptsächlich ihm in die Schuhe geschoben. Das war jetzt eine Runde, die ging komplett auf meine Kappe. Da habe ich zu viel dummes Zeug gemacht. Deswegen machen wir noch eine Zugabe. Die leichtesten Angriffsketten nicht richtig gelesen. Wobei doch schon, aber das Timing verpasst. Und so schon zu früh zu viel Flaschen verballert. Ey, mit 40 Schaden gegen Manus. Oh. Wahnsinn. An ihm übe ich jetzt auch mal noch meine späte Rache hier. Der hat mich schon zu viele Nerven gekostet in all meinen Durchläufen. Alles klar. So. Sehr gefährlich. Weil ich zu früh gerollt bin. Gott sei Dank konnte ich noch die zweite Rolle da rein. Hörst du mal auf mit deinen Swipes? Ja. Besser. Und es ist. Ah, das reicht gerade noch so. Habe ich den Sprung jetzt endlich mal richtig getimed? Bin begeistert. Oh! Diesmal nicht.
Man rollt immer zu früh bei dem Sprung, weil man denkt, er kommt früher auf. Aber er kommt auf, aber der Schaden kommt erst danach. Ganz nicht mehr, okay. Na gut. Das galt jedenfalls dir. Schön wegspringen. Lieb ich. So können wir arbeiten, Manus. Du bist sehr kooperativ gerade. Wirklich sehr kooperativ. Ich mach mal ein Safety hier. Ich kann es mir erlauben. Au. Du Lump, du. Au. Arena ran, oder? Hat sich gerade ganz merkwürdig angefühlt. Das ist wieder ein ganz komisches Aggro. Oh ja. Das ist der Grund, warum ich es nicht gerne dabei habe. Das ist so unbesichtig, was da. Was? War ich jetzt gerade wieder. Oh toll. Fünfer-Kombo. Ja. Nein, bitte nicht, ey. Oh. Zweite Zugabe. Da war gerade ein ganz merkwürdiger Dreh im Kampf. Ganz merkwürdiger Dreh. Ich habe. Der Moment, wo ich sagte, jetzt kann ich mir ein Safety hier gönnen, der hat es aus der Hand gegeben. Super strange. Man ist einer da einfach auch schöne Angriffe gemacht, wo man super drauf reagieren konnte. Ich konnte in wenig Zeit konnte ich viel Schaden verursachen. Also oftmals 41 Schaden verteilen. Das ist nicht viel Schaden. Das ist will sagen, ich habe das eigentlich ein ordentliches Maximum aus diesem Versuch rausgeholt. Und dann eine Fehlentscheidung. Und dann war es echt lustig, weil wenn man einmal dann das Unglück gebucht hat, hat man für jedes weitere Pechmengenrabatt, glaube ich. Weil das ist nämlich die Sache, wenn er die Kombos aneinander reiht und ich quasi angreifen kann, perfekt. Aber wenn er die Kombos aneinander reiht und ich muss heilen, nicht so perfekt, weil er immer, ich sag's schon wieder, immer diese eine entscheidende Millisekunde schneller ist als ich. So, das ist aber jetzt wirklich die letzte Runde. Ich bin jetzt gerade beim Hochspringen weggeschubst. Habe ich auch noch nie erlebt. Es ist auch, wenn er, statt den Combo zu machen, kurz zurückspringt und Abstand zu gewinnen, ist das Schönste, echt. Sonst regt mich das immer auf, wenn Bosse zurückspringen. Aber hier, auch die Säulen. Da kommt man schön mal seitlich an ihn ran. Jetzt später gesprungen, jawohl, oder halt weggerollt. Und die dritte, ja, hat mich erwischt. Jetzt muss ich heilen, aber das ist jetzt wirklich. Oh, wo
Ist er hingesprungen? Himmel. Ja. Ja, guck mal. Verlass dich nicht drauf, dass er auf Sif fixiert ist. Der Ehrgeiz verleitet mich zu einer weiteren Runde. Wie oft sage ich jetzt eigentlich noch die letzte? Ja, mich hat jetzt gerade. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert, dass das mich getroffen hat. Das muss jetzt einfach ein Frame zu weit links gewesen sein. Wenn man es so ausdrücken möchte. Das hätte mich eigentlich nicht treffen dürfen. Naja. Man hält an seiner Hoffnung fest. Man verbeißt sich in seinem Ehrgeiz. Man will es nicht auf sich beruhen lassen. Es gibt viele Gründe, warum ich jetzt nochmal hier runterlaufe. Ey. Nicht hart ins Gesicht fassen. Dankeschön, liebe Menschlichkeit. Na, ja, jetzt noch hier so kurz abstürzen, ne? Das wäre es jetzt auch noch gewesen. Was war denn das? Also von mir meine ich. Sehr schlechter Einstieg. Da kann die Combo folgen, deswegen meine ich. Ja, wieso bin ich jetzt so vorsichtig? Wo guckst du hin? Komm her. Danke. Mann. Jetzt bist du auf ihn gemünzt gewesen. Wenn man die Sprünge richtig timet, dann kann man gut bestrafen. Oh, ich hab's kommen sehen, aber ich hab zu spät reagiert. Mist. Jetzt hat's mich schon wieder so ganz merkwürdig erwischt. Obwohl das nicht hätte sein dürfen. Ah, okay.
Ach, oh, das war die Kombo. Oh nein. Ich dachte, das sei der Riesenswipe. Sehr gut. Ah. Seine Sprünge habe ich jetzt mal ein bisschen verinnerlicht. Und das ist, wenn er dann danach den Hopser zurückmacht, schön zweimal auf die Hand schlagen. Ich brauche einen Safety hier, weil er jetzt anfängt zu zaubern. Lässt du? Nein, er lässt mich nicht. Arena-Ende. Heilen. Nein, nicht springen. Doch, zu ihm. Ist okay. Puh. Säulen. Auch nicht gut. Was ist los mit diesem Patschhändchen plötzlich? Vor allem, wie weit war die von mir weg? Ich melde Bullshit-Bingo an. Ja, ich bräuchte halt auch eine Fast-Roll. Das wäre halt ideal. Ruhig, Daniel, ruhig, Daniel. Wirklich. Zu nah am Arena-Rand. Oh, das war zu früh. Das war mein Fehler. Diesmal wirklich. Sif, mach da hinten ruhig dein Ding. Ist okay. Who's not a good boy? Scary boy. Hey Sif, lass dich nicht stören da hinten, ne? Ich weiß nicht, was du tust, aber tu was. Ah. Safety hier. Der nächste Schrotflintenschuss könnte sitzen. Jetzt kommt Sif und lässt dich einfach so. Oh oh. Ja. Er war auf ihn gemünzt, aber hat sich umgedreht. Einfach. Okay, cool. Danke. Das hat gerade so gereicht. Gerade so. Ist tot. Hat er eh nichts wirklich dazu beigetragen, dass hier der Kampf irgendwie in die gute Richtung läuft.
bisschen aggressiver hätten sie ihn schon machen können. Oi. Hat mich heilen lassen. Also so weit waren wir noch nie mit dem Lebensbalken. Ich habe aber auch nur noch 5 Fläschchen. Falsch interpretiert. Mir war auch nicht so klar, dass er so unfair ist, das zweimal hintereinander zu spammen. Ein drittes Mal hintereinander zu spammen. Spätestens da hätte es mich erwischt. Alles klar, Leute. Gut. Dann ist es wohl tatsächlich hier das Ende dieses Runs. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viele Höhen und Tiefen, mehr Tiefen als Höhen erlebt. Vor allen Dingen durch die interessanten Waffendrops, in welcher Reihenfolge sie kamen, dass man da stellenweise halt einfach so lange Pazifisten-Modus spielen musste. Aber das so ist es halt mit einem Item-Randomizer und dieser Challenge, die immer wieder echt total chaotisch ist und einen auf eine andere Art und Weise fordert und das Spiel neu erleben lässt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dieser Videoreihe. Ich würde mich sehr einen Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Wir sehen uns in Kürze in einer weiteren neuen irgendwelchen Challenge, die ich mir noch ausdenken werde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye-bye.